Servus, grüß dich und herzlich willkommen im Sky Factory 3 mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und so schaust, wie wir hier so weitermachen. Und ja, du siehst, ich habe jetzt hier, das ist mein Dieselfeld, sage ich mal. Ne? Ich bin jetzt auf Potatoes umgestiegen, weil diese komischen Maisdinger, die haben nicht richtig funktioniert. Der kann es nicht richtig abernten. Die wachsen so dermaßen komisch, da müsste man sich irgendwie ganz was anderes überlegen. Also diese automatischen Farmer packen es nicht. Und deswegen halt hier Industrial Hemp auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kartoffeln. Erdäpfel. Einfach mal so ein paar Erdäpfel. Genau, ich habe das auch hier schon ausgetauscht wieder. Ich sammle momentan die vergifteten oder die giftigen Kartoffeln auch da oben. Und ja, der Rest, der wandert gleich mal darunter schon schön langsam. Ne? Hier Industrial Seed natürlich hier rein. Hier mehr als genug vom Industrial Hemp. Also da sind wir zu momentan, passt schon, das ist kein Thema. Hier sind wir noch voll am Arbeiten, dass wir auffüllen, aber die Raffinerie ist hier inzwischen bumsvoll mit Diesel und macht hier schon Backlog auf Ethanol. Das Ding, der hier ist auch voll, wir können mal kurz anschmeißen, aber er läuft immer nicht lang, weil kein Strom gebraucht wird so viel. Das heißt, er läuft doch kurz an und dann ist er wieder aus. Das machen wir jetzt ein bisschen anders. Ich meine, das Ganze läuft inzwischen wieder ganz gut hier alles, was die Basisburg betrifft. Wir bauen hier auch wieder schön Knochen auf, das gefällt mir. Aber für die besonderen Sachen, da bauen wir uns jetzt einen eigenen Speicher. Ne? Basisspeicher ist der hier, passt. Das ist hier so, was unsere Basis machen soll. Und den Rest, da möchte ich Capacitors bauen. Ohne Scheiß, ich möchte so Kapazitatoren, und zwar die großen hier, die hier. Und ich glaube nicht, dass ich da schon... Nee, gar nichts habe ich da, ne? Und da nehmen wir doch mal dieses Rezept. Telep, da natürlich. Mal hier schnell einspeichern. Das da. Was bist denn du, ein Vibrant Crystal? Das weiß man aber schon, wie wir das machen, oder? Yay, das wissen wir schon. Das ist doch cool. Dann würden wir das Rechnen anfangen. Das ist natürlich wieder ganz was Schweres für mich heute. Überhaupt generell. Rechnen ist nicht für alte Leute. So, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 7, 14, 28. 28, 28. Das könnte viel sein, oder? Schauen wir mal. Kapazitor. So, 28 habe ich jetzt so auf die Schnelle. Oh. Schaff mal. Wird nur ewig dauern, aber... Hey, so what? Gut. Mach mal. Cool. Es fängt an. Ja, und in der Zwischenzeit müssen wir mal gucken, was wir so treiben. Das haben wir ja gerade gar nichts zu tun. Wir warten hier, dass alles wächst und gedeiht und überhaupt und tralala und... Oh, ich könnte mal gucken, wie viele Diamanten haben wir eigentlich. Nur so Interesse halber. Die, ja. 5,3k. Wir haben noch ein paar Blöcke. Aber jetzt muss ich mal schnell schauen. Chest, Wall. Was habe ich gesagt? 1352 oder irgendwas. Die Zahl habe ich mir so dermaßen gemerkt. Schau mal, das ist 72. 72 fehlen noch. Das ist nicht mehr viel, aber dann hätten wir wieder keine Diamanten mehr, gell? Wollen wir das dann mal wagen? 72 fehlen noch, das ist kein Thema. Da hinten arbeiten sie ja wie blöd dran. Aber wir könnten eigentlich auch mal der Gaudi wegen das Beneth ein bisschen angraben, oder? Das könnten wir... Nee, da brauchen wir erstmal Strom. Ja, da brauchen wir erst ein bisschen mehr Strom. Und den Strom möchte ich jetzt mit dem Dieselgenerator holen. So, du wolltest irgendwann bei 416. Ja, ich muss das dann irgendwann sowieso mal alles ins System reintun, sofort. Also sprich hier dieses Storage-Dinger. Das muss dann alles irgendwo, die ganze Storage-Drawer da mal weg und alles ins System rein, in die Kiste stopfen. Könnte man theoretisch auch schon in die... Will ich aber nicht. Glaube ich, will ich nicht. Scroll mal.
Ich meine, da passt ein Haufen Zeug rein. Notfalls könnte man auch andere Sachen basteln. Aber ist da was? Sind die Eier hier auch drinnen? Warum habe ich denn das gemacht? Ja, manche Dinge sollten hier eigentlich nicht rein. Kuchen ist noch drin. Cool, Kuchen. Ja. Ein Haufen Schotter, da wird gerade gekraftet, wie blöd, deswegen ist es da unten. So, und dann sind wir noch nicht mal bei der Hälfte, das heißt, die ist ja auch noch lange nicht voll. Wir könnten das Zeug überführen, will ich aber momentan noch nicht. Wir machen was anderes. Schau mal, wie viel Capacitors wir schon haben. Keinen. Ach, der kraftet so nacheinander, gell? Na gut, dann machen wir doch mal einen Bilderblock. Den brauchen wir sowieso irgendwann. Bilderblock. Ist das einfach? Relativ. Was fehlt ist Machine Frame. Kann ich den? Wahrscheinlich noch nicht. Oh, cool. Kann ich. Bin erstaunt. Und dann brauchen wir nur noch die wo bin ich jetzt mit den Painting Machine? So ein Quatsch. Hallo, Bilderblock? Ach so, alles klar. Alles klar, hab's begriffen. Dann bauen wir uns jetzt einen Bilderblock. Einfach der Gaudi wegen Bricks. Wie, keine Bricks da? Gibt's nicht, oder? Bricks? 4x4, 16. Ach, weißt was? Nee, machen wir anders. Gleich mal ein Stack, kann man immer brauchen. Schon schlimm, wenn nichts da ist. So, hier. Einen. Können wir da reinschmeißen. Zwei. Hallo? Zwei habe ich gesagt. Drei und vier. Sehr schön. So, nochmal den Boulder. Den wilden Boulder. Dahin. Und zaps. Und dann könnten wir uns noch einen Transceiver gönnen. Den brauchen wir ja dann auch, ne? Den müssen wir eigentlich auch komplett craften können, wenn mich nicht alles täuscht. Hier sind wir eigentlich richtig gut unterwegs. Dann brauche ich für den Bilderblock noch so eine Shape Card oder sowas. So eine Quarry. Können wir eigentlich eine Silk Touch Fortune Quarry? Was kosten die? Ui, sowas haben wir glaube ich nicht, oder? Ah, fast. Die Menschen Schatz. Ja, schade. Ist wurscht, brauchen wir nicht, gell? Brauchen wir nicht. Nein, wir haben hier eh so viel Zeug, da müssen wir es nicht übertreiben. Aber Silk hat stark mal gefallen, muss ich ehrlich sagen. Silk Quarry. Ach, die hat ja auch die Dinger drin. Unten näht das da. Da fällt mir ein, wir müssen mal den Witter. Wir müssen mal den Witter. So, da fehlt das Ding. Hammer. Dann fehlt das Ding. Und das Ding. Und jetzt haben wir eine Shape Card. Die darf Löcher reißen. Wir wollen jetzt mal das Ding dann aufgraben. So richtig fies. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das überhaupt hier hochholen. Ender Chest wäre eine Idee. Mit einer Ender Chest und dann in die richtige Verarbeitungsreihe rein und so. Und du kannst keine Ender Chest, das finde ich ziemlich traurig. Ender Chest. Wo bist du denn? Chest. Haben wir hier keine? Hä? Doch, da ist sie doch. Blindfisch. So, das da ist die Ender Chest, genau. Cool. So, dann gucken wir doch mal, ob wir sie hier zwei machen können. Ender Chest. Zwei Stück. Missing Wool. Wool? Können wir doch sicher irgendwie craften.
normale Strings. Echt, gehen die anderen nicht. Wie viel String haben wir denn? Ein krass String. Ja, dann ist das nicht so schlimm, gell? Glaube ich. Nein, dann sagen wir dir mal, wie man Wool macht. Komm. Dann ist das ja geschickt hier. Alles ganz toll. Strings. Yay. Einfärben tun wir es dann eh immer später. Das machen wir. Wir machen immer weiße Ender Chests. Ender Chest. 2 Stück bitte. Jawohl. Und plötzlich geht's schon. Wusch und fertig. Toll. Den tun wir jetzt nochmal weg, den Environmental Tech. Da möchte ich später auch noch kräftig einsteigen. Ich glaube, das könnte richtig Spaß machen. Aber jetzt noch nicht. So, was macht denn eigentlich mein Transrezifer? Der kraftet noch so fröhlich vor sich hin. Weil... Oh Gott. Oh Gott. Da wird nichts fertig heute, oder? Das schaut ganz schlecht aus. Kapazitoren. Nee. Nee, das ist ja verrückt, was ich hier mache. In der Zeit könnte ich ja noch einmal einen Steve Kratz basteln, solange wie das braucht. Was mache ich eigentlich jetzt mit dem Zeug? Ich habe so viel Canola. Da schau es an. Hm. Keine Ahnung, was ich mit dem Zeug machen soll. Ich habe eigentlich keine Lust auf die Ölgeneratoren von Actual Edition. Die hat man nämlich schon. Im Direwolf 20, die sind ganz cool, aber die brauche ich hier definitiv nicht. Welche andere coole Sachen, ne? Das hier. Also das gefällt. Was mir so gut gefällt bei dem Ding hier, schau, wie das stampft, das ist toll, oder? Also ich finde das so toll. Oh, es ist auch bald voll. Müssen nur noch die Kartoffeln mal wachsen. Scheiß schnell, Kartoffeln. Vielleicht sollte ich 3 Kartoffeln auf 2 so Dinger hier machen. 3 auf 1. Könnte Sinn machen, gell? Ja, ich glaube, das macht Sinn. Ich nehme hier mal die Hälfte raus. Mach den mal auf, tu das hier rein. Mach den zu. Und überlege jetzt, wo sind wir denn gerade? So, was wächst es da? Kartoffel, das richtige Feld, okay. Glück gehabt. Dann machen wir das einmal so, komm, weil... Kartoffeln brauchen wir mehr als das Zeug. Das Zeug wächst viel besser. Keine Ahnung warum. Ist so. Cool. Cool, cool. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen, das hat mich jetzt wieder meine eigene Planung total durcheinander gebracht. Ich bin manchmal echt toll. Ich weiß. Aber das finde ich jetzt ganz klasse. Machen wir den Titel nochmal an, vielleicht hilft er ja ein bisschen mit überall. Nee, der läuft nicht richtig an. Der läuft immer nur dann an, wenn er Strom braucht. Schau, wie er oben rausqualmt. Ah, ich finde das Ding, das ist so klasse. Weil hier mit dem Kühler und hier mit dem Ventilator vom Kühler. Aber den brauchen wir momentan noch nicht. Der soll uns dann die Kapazitoren füllen. Die hier nicht fertig werden, oder? Nee, oh Gott. Wo hängen wir denn eigentlich gerade? Da brutzelt's wie blöd. Ah. Die Alloys. Da habe ich aber keinen, den ihr noch mit unterstützen könnt, oder? Was haben wir denn hier eigentlich? Elektrum? Achso, und du bist... Du bist ein Furnace Only und du bist ein Alloys Only. Dann können wir doch mal hier... Welches kochst denn du gerade? Dann nehmen wir doch mal, was wir auch noch brauchen. Nehmen wir doch mal das Pulsating hier rein. Brauchen wir doch auch, oder? Ja genau, siehst, kocht er auch schon. Sehr gut. Ein bisschen beschleunigen hier alles. So. Gehen wir mal, was vorwärts geht hier, ne? Ja, dann ist das jetzt blöd. Schade, das war jetzt irgendwie so ein bisschen sinnlos, diese Folge. Absolut sinnlose Folge. So könnte man es eigentlich auch nennen. Warum nicht?
Ja, ich habe ein bisschen was gezeigt, ein bisschen was gemacht und jetzt müssen wir eigentlich warten, bis die Capacitors am Start sind, dass wir den Diesel hier mal kräftig laufen lassen können. Die, na, sag schon, die Dings sollten auch kommen. Wobei ich bin echt am Überlegen, ob ich es nicht probiere, hier diese Maisgeschichten nochmal mit dem Steve Katz irgendwo auszuprobieren. Mit dem Farmer, vielleicht kann es der, aber dieser Mais, der wächst so bescheuert. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Nochmal kurz Korn. Machen wir mal hier schnell da. Dann brauche ich bitte. Ja, ich habe die Watering Can, die sollte eigentlich auch helfen. Schauen wir mal. Oh ja, schau, wie das hilft. Das wächst ganz geschwind. So. Jetzt gehen wir mal da oben drauf und gießen das Ding hier mal weiter. Weil. Upsi. Siehst? Es war ich zu schnell. Der ist da unten nicht fertig, da oben ist er halb fertig und ganz oben wächst er neu. Siehst? Hier. Und wenn wir den jetzt gießen, dann wächst der hier neu. Aber das ist dann wieder irgendwie. Und damit kommen die Pflanzen nicht zurecht. Ich weiß nicht wieso. Damit kommen die Pflanzen auf keinen Fall zurecht. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Und ich denke, da kommt keiner zurecht. Schau, was ist der da für einen Schmarrn wachsen lässt, wenn du nur oben aberntest. Das ist schon komisch, oder? Der unten wird dann nicht fertig. Und es wächst hier wieder so einer. Und da ist dann ein neuer drauf. Also, das ist ein ganz ein komisches Verhalten, was das Ding hier hat. Ich verstehe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ganz merkwürdig. Und das hast du dann hier so zwei Maispflanzen aufeinander und das ist eigentlich auch blöd, oder? Ich meine, wer will denn sowas? Aber vielleicht kommt der Steve Kratz damit zurecht. Also die Pflanzer schaffen es nicht. Die da hinten, der Farmer schafft es nicht und der von NRIO schafft es nicht. Die können es beide nicht. Weil eigentlich müsste man es hier zerstückeln und alles auffangen. Das können es nämlich dann auch nicht. Und dann hast du hier das Zeug. Tja. So läuft es. Etwas komisch. Ich weiß nicht, was man dagegen machen kann. Falls da einer eine Idee hat, wie man vielleicht diesen komischen Mais doch automatisch wachsen lassen könnte, dann wäre ich mal ganz dankbar um eine kleine ja, Hilfe im Kommentar, so nach dem Motto: Mensch, Wolle, mach's doch so, so funktioniert es. Das wäre super, weil so tut's nicht. Wie gesagt, die zwei können es nicht und ob ich nochmal so ein fettes Steve Kratz bauen will. Weiß ich auch nicht. Gut, ich habe inzwischen Iron, dass ich damit um mich werfen kann, aber wenn man diese Galgadorien-Geschichten, was wir dann wieder brauchen, Galga, hier dieses Zeug und das braucht auch wieder so unendlich viel Plump und Graffi und ja, ich weiß nicht, ob ich das machen. Auf die Gefahr hin, dass es nicht funktioniert, ganz ehrlich, ist es mir eigentlich nicht wert. Man könnte zwar den billigeren nehmen, da den. Wo ist er denn? Den hier, den Basic Farmer. Aber ich weiß auch nicht. Sollen wir das probieren? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Sollen wir es probieren, ob der Mais sich mit dem Gelger, also mit dem Steve's Card vielleicht verträgt? Weil dann könnte man hier den Mais reintun oder die Kartoffeln. Ich meine, Kartoffeln sind genauso gut. Wenn die jetzt 3 zu 1 wachsen, dann müsste das eigentlich auch funktionieren. Passt immer schon. Also die wachsen auf jeden Fall langsamer als der Rest. Aber das passt schon. Alles klar. Also nachdem hier das ganze Gedöns hier noch ewig braucht, machen wir damit in der nächsten Folge weiter. Ich werde jetzt zwischen der und der nächsten Folge einfach mal das ganze Zeug fertig kraften lassen. Und dann bauen wir unsere Bank auf da hinten und dann bauen wir uns eine schöne Verarbeitungsstrecke für Ores. Und vielleicht haben wir dann das Zeug mal weg oder so. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Genau. Ja, dann ist es heute mal eine bisschen kürzere Folge. Ich hoffe, das stört dich nicht. Wenn ja, dann kannst du es auch gerne einen Kommentar schreiben. Ich bin da immer gerne auf Feedback auch. Ja, ich brauche halt auch ein bisschen Feedback manchmal, ne? Dass ich dann weiß, ob es gut oder schlecht ist. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn das ganze Zeug da unten mal fertig ist und wir schön weiterbauen können. Alles klar, also dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und Servus.